So, willkommen zurück wieder mit einer kleinen Infofolge und heute gab es einen X-Ray, den Deoxys X-Ray, den werde ich hier nebenbei mal einblenden, wie der abgelaufen ist. Das war jetzt mein dritter, den ich hatte und danach seht ihr noch einen Mewtwo Raid, der letzte Mewtwo Raid, bevor es verschwunden ist, von mir zumindest, weil ab morgen gibt es ja dann einen neuen Raid-Boss. Und deswegen haben wir nochmal das letzte mitgenommen, was erschienen ist. Und es gibt natürlich neue Infos, denn Halloween steht vor der Tür und Niantic hat wieder ein Halloween-Event aus dem Hut gezaubert. Und das Ganze geht auch schon heute Abend los. Wieder 22 Uhr nimmt man an. Was ist mit meiner Stimme los auf einmal? Dass er immer die ganze Zeit bei dem schlechten Wetter draußen rumrennt, ohne Hose. Und da werde ich kurz noch ein paar Infos dazu sagen, während ihr natürlich die Raids hier an der Seite seht. Halloween 2018. Ab heute, das Event ist überfällig. Mit der Überschneidung mit dem Community Day hat Niantic das Event wohl noch etwas rausgezögert. Ein Auszug aus dem Newsletter verrät uns zumindest jetzt, was auf uns zukommt. Hier die freie Übersetzung, darunter der Originaltext. Trainer. Die kühlste Jahreszeit erreicht Pokémon Go mit neuen Pokémon vom Typ Geist, die ursprünglich in der Sinnoh-Region entdeckt wurden, also die vierte Generation. Trefft auf Drifblion, Kripuk und weiterentwickelten Formen anderer Pokémon aus anderen Regionen, von denen sowohl wilde, brütende Eier als auch in speziellen Raids, also ihr könnt aus Eiern neue Pokémon brüten aus der vierten Generation, Geist-Pokémon, ihr könnt in Raids welche antreffen und ihr könnt sie natürlich auch wild fangen. Das ist ja so ähnlich wie bei Generation 3, als die eingeführt wurden, da kamen auch zuerst die Geister-Pokémon von Generation 3. Und so wird es diesmal auch sein. Drifblion hat ja einen lustigen Namen, also Driften. Das ist bestimmt von den Fast and Furious Machern entworfen worden. Und Kripuk ist auch dabei. Ich kenne die, wie gesagt, alle nicht. Die muss ich mir selber erstmal anschauen, was das ist. Und ganz wichtig, möglicherweise begegnet ihr auch einem Shiny Traunfugil. Traunfugil gab es ja die ganze Zeit schon. Jetzt also auch Shiny fangbar. Und die Geister waren ja schon immer bei der Einführung, konnte man auch schon Shiny fangen. Ich habe immer noch keinen Shiny-Geist gehabt von der dritten. Jetzt wird Traunfugil Shiny eingeführt. Da ist man natürlich wieder gespannt, ob man da was bekommt und ob die Rate erhöht ist. Wahrscheinlich nicht. Aber so bleiben sie wenigstens was Seltenes. Und ich höre mich richtig genial an, deswegen machen wir gleich weiter. Denn das Halloween-Event wird gehen vom 23. Oktober bis zum 7. November. Und um noch mehr Schüttelfrost zu bekommen, wird das Geister- und Drachen-Pokémon Giratina in seiner Ursprungsform die legendären Raids erreichen. Um dieses Pokémon zu schlagen, brauchst du dein volles Potenzial, um dir mit den neuen Funktionen die epischsten Schlachten zu liefern. Denkt daran, während eurer Entdeckungsreise auf ihre Umgebung aufmerksam zu sein. Deutsch. Das Pokémon Go Team. Bam. Also, wir wissen jetzt offiziell, was der Nachfolger von Mewtwo ist. Es ist Giratina, das ich auch wiederum nicht kenne, was aber wohl auch wahrscheinlich mehrere Formen hat. Und die Ursprungsform wird jetzt den legendären 5er Raid einnehmen. Und mal schauen, ob das jetzt nur vom 23. bis zum 7. November ist oder ob das dann auch danach bleibt oder dann gleich wieder abgelöst wird. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Heute Abend geht es los. 22 Uhr wieder, das Halloween-Event steht in den Startlöchern. Geht raus, fangt Geister, fangt ein Shiny Traunfugil. Und wir sehen uns wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer kränkelnder Ramses. Pschuh.